Herzlich willkommen zu unserer zweiten Veranstaltung von Literatur und Kunst. Wir stellen Ihnen heute das Buch Die Auswandernden vor. Der Schriftsteller Peter Waterhouse und die Künstlerin Nanne Meyer haben das in kongenialer Zusammenarbeit geschaffen. Und wir werden auch einige Passagen gleich von Rudolf Müller hören. Rudolf Müller kennen Sie schon von der ersten Veranstaltung. Er ist von Leiter der Müller und Böhm Literaturhandlung in Düsseldorf. Nanne Meyer ist uns heute per Zoom zugeschaltet. Es ist halt in der Pandemie nicht immer alles möglich, was man möchte. Aber wir wünschen trotzdem viel Vergnügen. Ich gebe jetzt das Wort an Rudolf. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Ute. Vielen Dank, dass dieser Abend heute zustande gekommen ist. Vielen Dank an dich, Nanne, dass wir uns hier sozusagen treffen, zumindest virtuell treffen können. Es freut mich sehr, als Ute das sagte, dachte ich, wow, das ist ja echt super. Es klappt jetzt leider nur so, aber immerhin ist es ja auch schon bei den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, doch ganz schön, dass es wenigstens so funktioniert. Du hast ja nicht nur dieses Buch illustriert, sondern viele, viele andere. Und es sind ja immer auch eine andere Herangehensweise. Ich habe hier eine Sache von Frau Knott über Hannah Arendt. Und in den ganzen Jahren haben sich bei mir ja 30 Jahre Buchhändler ja viele Widmungen angesammelt. Aber eine der schönsten Widmungen ist ja von dir. Da heißt es Buch auf für die Gegenwart, Buch zu für die Erwartung. Und das ist diese kleine Zeichnung hier unten. Und ich erwähne das deshalb, weil das, glaube ich, eine ganz profunde, wunderbare Erkenntnis über Bücher ist, dass die Bücher eben nicht nur ein Text sind, also Buch auf zum Lesen, sondern dass auch das geschlossene Buch ein Versprechen ist, ne, für die Erwartung. Und dass es weit mehr ist als eben nur ein Text, den man auch irgendwo in der Zeitung oder im Internet oder irgendwo lesen könnte. Das Buch ist eben doch nochmal eine andere Geschichte. Und wir wollen heute allerdings über dieses Buch hier sprechen, Die Auswandernden. Es ist von Peter Waterhouse und von dir. Willst du kurz was zu Peter Waterhouse sagen? Also Peter Waterhouse ist ja ein Begriff, der ist österreichischer Schriftsteller, auch Übersetzer aus dem Italienischen und dem Englischen. Er ist ein sehr renommierter Schriftsteller, hat viele Preise bekommen, unter anderem den großen österreichischen Nationalpreis. Und wir kannten uns nicht, sondern der Verleger Manfred Rothenberger hat uns sozusagen wie so eine Parship-Vermittler zusammengebracht, weil er hat diese wunderbare Verlagsidee in seinem Starfruit-Verlag Künstler und Schriftsteller miteinander in Kooperation Bücher entwickeln zu lassen. Und wir kannten uns, weil ich mal ausgestellt habe im Institut für Moderne Kunst in Nürnberg. Und so hat er für mich jemanden gesucht, der passen könnte. Und ja, so haben wir uns dann, Peter Waterhouse und ich, uns kennengelernt. Also ihr kanntet euch vorher? Ihr kanntet euch vorher gar nicht? Ich kannte euch eigentlich nicht, nein. Ach so. Ich habe ihm dann Kataloge gegeben, er hat mir Bücher gegeben, wir haben dann so geguckt, was macht der oder die denn eigentlich, und haben uns dann mal in Wien getroffen und haben dann gesagt, naja, wollen wir es mal miteinander versuchen. Ne? Also es war auch eine Skepsis drin und das ist ja oft eine besonders gute Voraussetzung, finde ich, damit es zum Gelingen kommt. Und das war 2012, wo wir uns kennengelernt haben. Das Buch ist 2016 erschienen und dieser ganze Prozess hat fast 4 Jahre gedauert. Das war wirklich großartig, dass uns der Manfred Rothenberger keinen Zeitdruck gegeben hat. Wir konnten also machen, was wir wollten und auch sonst keine Vorlagen gegeben hat. Aber es war auch nicht so, dass wir ununterbrochen an diesem Buch gearbeitet hatten, weil wir hatten ja auch beide unsere Lehrtätigkeit und so weiter. Und oft
keine Zeit. Also das lag dann oft lange Strecken brach. Was aber wichtig ist, dass wir mitten in dieser ganzen Auswandererproblematik drin waren, als die in Deutschland eben anfing, 2015. Ja, wie kam es denn zu dem Thema, die Auswandernden? Lag es sozusagen jetzt in der Luft oder? Peter Waterhouse hatte dieses Thema am Wickel. Wahrscheinlich auch aus einer ganz persönlichen Erfahrung heraus, die ja auch in dem Buch ablesbar ist. Also er spielt ja auch eine Rolle selbst in dem Buch, als auch eine Protagonistin. Und das war wohl eine ganz persönliche Erfahrung und die hat er in dem Buch verarbeitet. Und die Flüchtlingsproblematik dann, die holte uns dann ein. Es war keine Reaktion darauf, wie man dann meinte, als das Buch 2016 erschien, sondern wir haben im Grunde Anfang 2013 mit der Zusammenarbeit begonnen. Ja. Und die Arbeit, vielleicht kann ich das ganz kurz sagen, Rudolf, das hat sich so entwickelt. Das war ja nicht so, dass erstmal der Peter ein Buch geschrieben hat und dann sollte ich das nun illustrieren, in Anführungsstrichen, sondern er hat einen Text geschrieben, ein Teil des Textes, der kam dann bei mir an, also übers E-Mail und ich habe dann dazu gezeichnet und er hat dann erstmal meine Zeichnungen abgewartet und dann hat er weitergeschrieben. Er hat sich also auch von meinen Zeichnungen leiten lassen und das ging dann dreimal hin und her auf diese Weise, also in drei größere Schübe. So ist das entstanden. Muss man sich das so vorstellen, dass er wirklich hier angefangen hat und dann ein Drittel geschrieben hat und dir geschickt? Oder, ja. oder waren das irgendwelche Seiten und er hat es nachher nochmal umgeschrieben oder neu irgendwie organisiert? Nein, hat er nicht. Das ist sowieso das ganz Eigenartige an diesem Buch. Es ist ja ein Roman und der ist aber nicht gebaut oder konstruiert, sondern er entsteht, er ist entstanden. Und das hat mich auch an dem Text so fasziniert und auch befremdet, weil er kommt auch manchmal, er irrt auch herum, er fragt sich durch, kann man sagen. Es ist ein Buch der Fragen. Und das fand ich so gut, dass da nicht jemand schon vorher alles weiß. Also wie bei dem Prozess der Auswandernden, die weiß, die Protagonistin, die hat keine Ahnung, was sie erwartet. Die muss suchen, die strauchelt, das ist ein einziges Meandern. Und in dem Buch ist dieses inhaltliche Straucheln, auch in der Struktur ablesbar. Also, dass er nicht so ein Besserwisser schreibt und weiß, wie es geht mit dem Auswandern, sondern dass er sozusagen in diesen Prozess mitgeht. Und das ist sehr berührend. Es ist auch nicht gerade leicht, es ist auch manchmal anstrengend, auch im Lesen. Aber das Auswandern ist eben auch anstrengend. Du sagtest, ganz kurz zwischendurch, du sagtest ja vorhin, Peter Waterhouse hätte heute Geburtstag. Sollen wir ihm nicht zum Geburtstag gratulieren? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne, denke ich auch. Weil ich finde ja, Peter hat mir geschrieben, er ist dabei und er hat heute Geburtstag. Also, Peter Waterhouse, herzlich willkommen und alles Gute zum Geburtstag. Weil du gerade sagst, es ist nicht immer einfach zu lesen. Ich finde es ja eigentlich eine Zumutung. Es ist ja ein Buch, wie ich selten eins gelesen habe, in dieser Vielschichtigkeit, wo man manchmal tatsächlich nicht weiß, wo befindet man sich jetzt gerade? Du sagtest, es wäre auch eine persönliche Erfahrung von Peter Waterhouse gewesen. Das ist wahrscheinlich dieser Erzähltext, der da durchgeht, nehme ich an. Aber es sind ja gleichzeitig immer wieder Reflexionen drin über Goethe vor allen Dingen. Goethe, die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter. Manchmal hat man das Gefühl, es ist ja wie ein Essay über Goethe. Geht man dann da als Illustratorin damit um, dass es so unterschiedliche Ebenen sind? Du hast ja auch Urs Fees illustriert und da hat man eine Geschichte, die fängt da an und hört da auf und man kann schöne Bilder dazu, sage ich jetzt mal so, ein bisschen reduziert machen. Aber das ist ja eine Geschichte, wo man richtig mitarbeiten muss. Ja, also
Ich fand dieses Vielschichtige und dieses Verzweigende, assoziative Schreiben, diese Struktur, fand ich gerade auch für mich als Zeichnerin interessant. Und was ich versucht habe eigentlich in meinen Zeichnungen, ist eigentlich die Struktur des Schreibens mit hineinzunehmen, des Inhaltlichen und auch der atmosphärischen Schwingungen, die da hineinkommen. Und was du eben sagtest, dass da andere Schriftsteller auch zu Worte kommen. Es ist auch gleichzeitig ein Buch über die Sprache und das Staunen über Sprache, über Missverständnisse, wie jemand, der der eigenen Sprache nicht mächtig ist, dann erstmal in diese Sprache hineinfinden muss. Und auch ein Buch über andere, die schreiben. Und also er lässt eben in den Text auch andere einwandern, andere Schriftsteller. Und das finde ich wirklich großartig. Da hat man natürlich Goethe auch, das Märchen von Goethe ist mit dabei, denn Charles Dickens ist dabei, dann Hermann Broch auch, finde ich auch ganz toll. Der kommt auch zu Wort. Stifter mit Turmalin. Annabel Stifter gleich am Anfang und das ganze Buch beginnt auch mit einem fremden Text. Ja. Also, dass dieses Beheimatetsein in anderen, die auch sprechen und eine Stimme haben, dass da nicht so ein Besserwisser eigentlich daherkommt und sagt, wo es lang geht. Das geht ja gar nicht, wenn man das Thema Auswanderung im Kopf hat. Ja. Und das hat mir wirklich gut gefallen, auch im Zusammenhang mit den vielen Fragen, weil ich finde, die Fragen, die breiten sich ja eigentlich mit einer zunehmend großen Geschwindigkeit aus, als viel größer als die Antworten. Und darum ist man dem Universum auch sehr nahe damit. Also, und all das habe ich eben versucht, in meine zeichnerischen Arbeiten mit hineinzunehmen. Also nicht in dem Sinne, irgendwie hübsche Bildchen zu erfinden, weil der Text braucht keine Bilder. Also wenn man diesen Text liest, dann denkt man, was soll ich da eigentlich noch? Was Der Text kann völlig autonom gelesen werden, der braucht die Bilder nicht. Ja, was macht man da? Und diese Frage musste ich mir natürlich stellen. Und deswegen bin ich auch an dieses meandernde Assoziative herangegangen. Ich habe also ganz bewusst nicht gesagt, ich entscheide mich für einen bestimmten Stil, also, sondern ich habe sehr unterschiedlich gezeichnet. Und ich habe aber eine Klammer gesucht, die diese Zeichnung zusammenhält. Und das waren eben kleine Fragmente aus dem Text, sozusagen Schnipsel, die ich auch in die Zeichnung hineinwehen habe lassen. Also ich habe mir den Text immer wieder ausgedruckt und dann habe ich auch sehr assoziativ, wie eben auch Peter Waterhouse teilweise auch vorgegangen ist, mir die Textteile angesehen und die mich angesprungen haben, die habe ich mir dann mit einem Papiermesser ausgeschnitten und auf die Seite gelegt. Und im Grunde habe ich was Ähnliches gemacht. Ich kam mir auch so vor, diese Textteile habe ich aus ihrem Zusammenhang herausgeschnitten, die migrierten sozusagen in die Zeichnung rein. Also es war auch nochmal so ein Auswanderungsprozess der Worte aus ihrem eigentlichen Kontext in einen neuen, den sie nicht kennen. Also, dass es auch noch mal so ein nachvollzogenes Aus- und Einwandern gab. Kann man das verstehen? Ja. Vielleicht noch mal eins kurz zurück, weil du vorhin sagtest mit dem Buch der Fragen. In der Tat ist es ja ein Buch, was im Grunde keine Antworten gibt auf nichts eigentlich, sondern wirklich Fragen stellt und in einer gewissen Art auch unabgeschlossen ist. Es hört ja fast mit einer Frage auf, eine Irrlichtern Fragezeichen. Es fängt auch an, wenn man den Titel schon als Anfang nehmen wollte, die Auswandernden. Das ist ja ein Gerundium, was im Deutschen nicht üblich ist eigentlich. Und es ist ja eine Form, die keinen Anfang und kein Ende hat. Also die Auswanderer sind dabei, auszuwandern. Es sind nicht bei Goethe heißt es die Ausgewanderten, die sind dann fertig, die sind ausgewandert, aber die Auswandernden, die bleiben sozusagen ewig in diesem Auswandern und das Buch bleibt auch immer auf dieser Frageposition, ohne das abzuschließen. Und du hast es ja in vielen Bildern auch aufgegriffen, mit diesem Unabgeschlossenen.
soll man bei der Gelegenheit vielleicht, vielleicht schon mal in ein Bild oder vielleicht vorher noch mal, weil du gerade sagtest, mit den einzelnen Wörtern, die du rausgenommen hast, du hast dir jetzt, oder weil du auch sagtest, du hättest jetzt nicht so Bildchen zum Text gemacht und was hat der Text eigentlich, was braucht er für Bilder? Du hast dich ja entschieden, anders jetzt als bei anderen Büchern, Blöcke zu machen. Es sind ja immer Blöcke von Zeichnungen, die den Text unterbrechen. Ja, was ist da die Entscheidung, jetzt nicht Seite für Seite, sondern zu sagen, ich mache jetzt einen ganzen Block? Ja, das wussten wir am Anfang noch nicht, wie wir das strukturieren. Und je besser ich den Text kennenlernte, je mehr war mir klar, man muss diesen Text in Ruhe lassen. Und und so haben wir uns entschieden, wir machen 8 Text- und 8 Bildstrecken. Und die Bildstrecken haben jeweils 7 Doppelseiten und die Textstrecken 9. Und so kann man den Text eigentlich auch ganz in Ruhe lesen. Man kann diese Bildstrecke überblättern, man kann sie auch als Unterbrechung willkommen heißen und man kann auch die Bildstrecken für sich angucken, auch hintereinander. Aber nicht, dass sich das so in einem unterhaltsamen Spiel abwechselt. Also das fand ich gegen überhaupt nicht. Sondern dass beides für sich eine eigene Autonomie bekommt. Und was ich da versucht habe, ist mit diesen Textschnipseln, die ich rausgeschnitten habe, bin ich auch nachher in der Organisation des Buches chronologisch vorgegangen. Also man findet dann, wenn man liest, diese Schnipsel in den Bildern, die in den Bildern zu finden sind, auch im Text wieder, auch an den jeweiligen Stellen, fast immer. Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber fast immer. Und ich wollte, dass es sozusagen eine parallele Lesart gibt zum Text, durch die Bilder mit diesen sonderbaren Worten drin. Weil Text und Bild machen natürlich was Verschiedenes. Also Bilder klappen was anderes auf, als das Texte tun. Und dadurch, dass ich nun diese Textschnipsel in meine Bilder einwandern ließ, habe ich mir gewünscht, dass etwas entsteht, was die Texte oder die Textteile alleine nicht leisten können, dass durch die Bilder eine parallele Erzählung aufgeklappt wird und ein eigener Raum entsteht. Das ist auch wirklich etwas Neues oder etwas Weiteres, eine Öffnung ergibt und nicht einfach, wie das in der traditionellen Illustration ja zumindest in der literarischen gemacht wird, dass man sich auf die anschaulichen Teile des Textes bezieht und eigentlich Dinge klärt. Also so sieht der Protagonist aus und so sehen die Räumlichkeiten aus oder die Landschaft, die dadurch wandert und so weiter. Ja, das haben wir Lehren, all das habe ich nicht gemacht. Ja, das haben wir ja das letzte Mal bei Schrat gehabt, ne? Der sozusagen in der Form eigentlich im Klassischen bleibt. Und da gibt es das Märchen von Frau Holle und da gibt es ein Porträt von Frau Holle. Ne? Und der Text läuft in die Bilder rein und die Bilder in den Text. Sehr raffiniert, aber das ist jetzt bei dir anders. Du nimmst Teile aus dem Text raus in deine Zeichnung und schaffst ja eigentlich so einen Metatext nochmal zum Text. Ja, das war der Versuch. Ne? Mhm. Und, zeig mir mal eins. Lass uns doch mal so einen Block angucken, wie das aussieht. Ja, und wie du den Text liest doch mal einfach einen Text aus so einem Block. Also ich würde jetzt einfach mal, ich habe ja gesagt, das waren immer 7 Doppelseiten. Und ich lese einfach mal diese Schnipsel von 7 Doppelseiten vor und dann zeige ich mal 3 Bildbeispiele. Ja. Vielleicht wird es dann klar. Ja, leider habe ich jetzt dieses unsichtbare Publikum, wo ich nicht reagieren kann, auf was nicht klar ist. Aber ich versuche mal. Also ich lese jetzt mal, das ist nicht lang. Das ist ziemlich aus der Mitte des Blocks, der 6., glaube ich. Also am Anfang der Reise begriffen sie nichts. Bis zum Stillstehen und Nichtbegreifen. Das nächste Wort wie der Mond. Nächste Seite. Das Nicht-Weiterwissen,
und nicht abschließen und nicht fertig werden. Dann kein Schrank, keine Bücher, keine Handtücher, kein Möbelstück, kein Radiogerät. Nächste Doppelseite war das Verstecken zugleich ein Zeigen. Weiter, weil in dieser Stunde die Unbekanntheit am allergrößten war. Dann kommt, weil gar nichts Einzelnes zu sehen war, weil es keine Sommersprossen und keine Schneeflocken gab. Und das Letzte dann, die letzte Doppelseite in diesem Blog, die Gegenstandslosigkeit und die Undeutbarkeit. Was bedeutet nicht deuten? Und zu diesen kleinen Textfragmenten habe ich dann jeweils gezeichnet. Ja, da kann man sich jetzt wahrscheinlich gar nichts vorstellen. Ja, Vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Wenn man sich die Sachen anguckt, dann ist man ja erstmal geneigt zu denken, es sind einzelne Seiten. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen ähnlich, aber das sind zwei verschiedene Seiten. Oder das ist jetzt auch ähnlich. Ja, aber hier, das sind jetzt zwei Seiten. Aber du hast es immer als Doppelseite konzipiert. Ja. Also das und du hast es auch, und ist es gleichzeitig auch als dieser Block, wirklich als dieser Block konzipiert? Also es ist immer, es hat sich ja auch entwickelt, aber ich habe dann immer geguckt, dass es für mich so eine eigenartige Schwebe gibt zwischen dem Text, der sich da weiterspinnt, wie so eine eigene Geschichte, die aber auch keine ist. Weil, wie wir eben, hattest du ja schon mal diese Zeichnung aufgeklappt, die Erzählung erzählte, sie erzählte aber auch nicht. Es wird ja immer etwas gesagt, also sehr häufig im Text etwas gesagt, was dann gleich wieder zurückgenommen wird. Und ja. In der Stille öffnet sich ein Raum, in dem was ist und in dem was nicht ist. Wie auch bei dieser Protagonistin. Also das wäre die 5. Ja. Wenn wir die kurz mal einblenden könnten, die Erzählung erzählte, sie erzählte aber auch nichts. Auch nicht. Auch nicht. Oder zum Beispiel auch bei der nicht. Zeit. Das ist ein großer Unterschied, ja. Können wir nochmal Zeichnung 6 sehen auch? Da ist es auch so, da ist es eben kein Schrank, keine Bücher, keine Handtücher. Wie zeichnet man etwas eigentlich, was immer nicht da ist? Weil er klappt. In der Erzählung werden ständig Räume geöffnet durch diese Schwebe zwischen etwas ist da und etwas ist nicht da. So wie die Protagonistin auch immer diesen Raum hat zwischen dem, wo sie jetzt ist und wo sie war. Also der Verlust oder das, was nicht ist, das ist immer, schwingt immer mit, das ist immer mit anwesend. Und das habe ich versucht, mir die Zeichnung zu nehmen. Vielleicht auch noch Zeichnung 7 nochmal, die da auch in diese erzählt, war das Verstecken zugleich das Zeigen. Und ich habe auch versucht, in diesen Zeichnungen nichts zu erklären, sondern etwas anzuspielen, weil Peter Waterhouse ist, glaube ich, Erklärungen gegenüber sehr skeptisch. In einem dieser Schnipsel, die ich auch mitbenutzt habe, da sagt er zum Beispiel, dass die Wahrheit einherging mit dem Verlust der Erklärung. Ja. Also Wahrheit gibt es nur, wenn es keine Erklärung gibt. Und die Zeichnung, das bezieht sich auf das Wörterbuch dann, das mit Zeichnungen illustriert ist, die Zeichnung schien nachdenklicher als die Erklärung. Und das finde ich ganz bezeichnend für den Peter Waterhouse, dass die Erklärungen eigentlich immer keine sind. Und insofern habe ich versucht, mit dieser Zeichnung etwas anzuspielen, was nichts erklärt, aber doch etwas in Gang setzt. Anders als wenn die Zeichnung nicht da wäre. Das war eigentlich meine Strategie durchweg. Wobei es ja eigentlich egal ist, letztlich dann, wenn man so sieht, wie du es erklärst, ob die Texte, die du in den Zeichnungen hast, an der Stelle sind, wo Peter Waterhouse sie im Text hat. Also du nimmst die ja wirklich raus. Ja. Und machst die in einen neuen Raum. Also es ist ja egal, ob die jetzt zum Beispiel erscheinen, bevor sie im Text überhaupt erwähnt wurde oder umgekehrt. Im Text ist es vielleicht schon
Seite 16 und bei dir kommt es dann erst Seite 100, genau. Irgendwie sowas. Ne? Wenn man sich die Seiten angeguckt hat, wird man es merken. Ne? Dann spürt man das, wenn man es schon mal gelesen hat. Aber es macht auch nichts. Es ist nicht wichtig. Man findet es aber. Man findet es im Text auf, also die fallen einem dann schon auf, aber es ist auch nicht wichtig. Mir war es wirklich am Herzen, dass es beides ein Eigenleben behalten kann und nicht das eine das andere interpretiert nur oder begleitet oder erklärt, sondern dass es zwei Lesungen eröffnet. Ja, so könnte ich sagen. Ja, ja. Es ist ja eigentlich, habt ihr ja das gleiche Anliegen in gewisser Weise, ne? Peter Worthaus und du, weil er will ja auch nichts festlegen. Er unterläuft ja immer alles wieder und fängt immer wieder von vorne an und dreht es nochmal und kommt von dem zu dem und dann ist er wieder auf der anderen Seite irgendwo. Das ist ja wirklich irrwitzig, also diese Schichtigkeit, die er da macht. Aber ich wollte schon nicht alles offen lassen. Also ich wollte einen Raum öffnen, der der Sprache einen sozusagen neue Ausblicke eröffnet, aber nicht, es hat nichts mit Beliebigkeit zu tun, das Öffnen. Das ist was anderes. Also habe ich mich, das ist jedenfalls ganz wichtig, dass es eine Verbindlichkeit in dieser Öffnung hat für mich. Ja, genau. Nee, das ist eine Gratwanderung. Nee, das ist richtig. Aber vielleicht sollten wir, weil wir jetzt deinen Text gehört haben und ein bisschen darüber, kurz mal hören, was Peter Worthaus schreibt. Dann würde ich kurz mal ein paar kleine Stellen lesen, wenn es dir recht ist. Da es ja um Auswandern geht, um Auswandernde, spielt natürlich in dem Buch das Wörterbuch natürlich auch eine zentrale Rolle. Es ist ja auch eine Reflexion, also außer über Goethe und Stifter und was weiß ich was, ist es ja auch eine Reflexion über das Wörterbuch und über Wörter und über Sprache überhaupt. Ne? Und es gibt eine sehr schöne Stelle zum Wörterbuch, die auch ganz witzig ist. Also wenn ich sage, die Buch ist eine Zumutung, dann ist das natürlich ein ganz hohes Lob. Ne? Dann meine ich das jetzt gar nicht negativ. Und das Buch hat ja auch wirklich witzige Seiten und ist jetzt nicht nur so ganz furchtbar ernst. Also da heißt es über das Wörterbuch. Da standen in langen Wortlisten in der langen Einleitung des Wörterschriftstellers die Worte Altar und Amen und Ampel und Anker und Apostel und Apotheke und April und Arzt nebeneinander und sie waren schön fremd nebeneinander. Beste Bezirk, Bibel, Birne, Bischof, Bottich, Brief. Wie schön waren nebeneinander Birne und Bischof. Lebten sie beide, weil sie so nebeneinander waren, belebten sie einander, die Birne, den Bischof, der Bischof die Birne? Glichen sie einander sogar ein wenig, sehr wenig? Und war die Gleichung belebend? Waren die Worte beleibt, jedenfalls erfrischend, mehr als erfrischend? Konnte die Birne im Bischof auferstehen, der Bischof im Brief? Die nächste Seite geht es dann weiter. Dann die Beispiele der fremden Worte. Alphabetisch geordnet, nein, alphabetisch in Unordnung gebracht, die der Schreiber wohl nicht gelesen hatte, nicht bemerkt hatte, weil sie ihm als Fremde galten oder als etwas galten und daher die andere Ordnung und Sprache unbemerkt blieb. Essig, Evangelium und Fenchel, Fenster und Flamme, Pflaum, Flegel, Form, Frucht, Glocke, Grat, Granit, Grenze, Grille, Groschen, Gummi und Historie, Hospital und Kaiser, Kalk, Kamel, Kamille, Kamin, Kammer, Kampf, Kapelle, Kappe, Kardinal, Karpfen, so unbeherrscht stand, nicht stammte. Der Kardinal neben Karpfen.
Kardinal und Karpfen nebeneinander geschrieben, nicht nacheinander, so ordnungslos. Es war wie Denken. Kardinal, Karpfen. Was für ein zielloser Gedanke. Was wurde gedacht? Wer Kardinal dachte und Karpfen, dachte was? War das nicht das Denken, nicht zu wissen? War das nicht Denken, Kardinal und Karpfen zusammenbringen? Kardinal, Karpfen, was bedeutet es? War Denken hier auf einmal Poesie? Und noch etwas später, er ist bei S inzwischen. Speiche, Speichel, Spiel, Spuck, Spur, Stammeln, Strafe, Strand, Strumpf, Stumm, Tadel, Tagel, Talg, Tang, Tang, Tappen, Taube, Tauchen. So standen die Worte nebeneinander, standen die Sprachen nebeneinander, die Lehnenden und die Lehnenden. War Tand übersetzbar in Tang? War Tang übersetzbar in Tappen? Tappen. Übersetzbar in Taube? War die Taube übersetzbar in Tauchen? Nein, nicht übersetzbar. Taube war nicht zu übersetzen in Tauchen. Doch übersetzbar. Taube war übersetzbar. Die Übersetzung der Taube lautete Tauchen. Und Tang und Tand und Stumm und Strand und Spur und Spiel. Also, da haben wir genau dieses, er sagt es nicht übersetzbar und dann sagt es übersetzbar. Ne? Und der Leser muss denken. Ne? Also er sagt nicht, das ist so oder das ist nicht so. Ne? Ja, vielleicht können wir Stefan mal ganz kurz fragen, jetzt mal 19 und 20 auszusuchen. Das dauert ein bisschen, weil wir am Ende sind. Ja. Genau, 20. Mal diesen Zug auf das Wörterbuch. Ja, genau. Ja, 20 ist ganz schön. Und hier nochmal. Also die Freundschaft zwischen Text und Bild, die sich da entfaltet, auf eine eigenartige Weise. Aus den Wörtern. Genau. Also hier hast du ja auch bildlich den Bischof und den Karpfen, oder? Ja, den Kardinal und Karpfen habe ich dann mal auch wirklich beim Schopf gefasst, also ernst genommen, links. Ja. Und rechts ist es mehr das Bilder, assoziative Bildergewirr, was sich daraus ergibt. Ja, und du nimmst ja da, also bei dem Karpfen sagst du irgendetwas, das niemand meinen kann. Mhm. Und dann auf der nächsten Seite heißt es dann, übrigens zwischendurch eine kurze Frage, wie sind diese Texte eigentlich, also deine Texte zu lesen, sind die seitenweise oder sind die über die Seite hinweg zu lesen? Wie meinst du, das verstehe ich nicht. Das ist, glaube ich, unterschiedlich, ne? Ja, also ich würde ja diese Seite 20, diese Seite 20 würde ich ja lesen, die linke Seite, irgendetwas, das niemand meinen kann. Und dann die rechte Seite, Kristall, Krokodil und Lei, Kalk, Kamel, Kamille, Kirche und Kirche, Kloster, Lampe, Karpfen. Ja, da ist schon die Frage mit der Lampe, ne? Die da hochkippt, dann und so weiter, bis Körper, Komet und Kreide. Ja. Es gibt ja aber auch Bilder. Gut, da ist es sowieso klar, wenn wir die Seite 4 mal zeigen. Aber wenn man Seite 18 zeigt, da ist es auch nochmal, bei Seite 18. Kann das Stefan nochmal kurz zeigen? Das 18. ist diese, die kommt auch aus dem Wörterbuch. Die Lampe, der Schirm, der blaue Strich, das Wort, links. Also, was macht man damit? Wir haben ja alle da schon Lampen im Kopf und Schirme und blauen Strich und Wort. Muss ich das dann noch zeichnen? Also, das hat nicht gemacht. Und dann auf der rechten Seite Freude bereiten, analysieren, vergiften. Das ist doch einfach groß. Ja, das war meine Frage. Also du siehst die Seite und du siehst die Seite. Ne? Ist also eigentlich wie eine Buchseite dann. Ja. So. Aber weil es gibt ja auch Seiten, wo es sozusagen über die ganze Seite läuft. Ach so, so eine Doppelseite. Wo du sozusagen wie eine Doppelseite, also Seite 11 zum Beispiel. Können wir mal die Seite 11 zeigen?
Anders sagen, anders sprechen. Ich war allein mit dem Datum. Ja, da kommt natürlich auch eine Weite und eine große Einsamkeit. Ja, ne? Okay. Aber du hast gerade was gesagt mit der Zeichnung. Mit der Zeichnung, wo ich gerade mich erinnert habe, mit der Zeichnung, wo ist das? Das wäre mein letzter Text gewesen. Wenn ich den noch sagen darf, weil du sagtest gerade mit der Zeichnung was, und dann dachte ich, Mensch, die Zeichnung, das sagt doch Peter Wordehaus was zu der Zeichnung. Und da heißt es, Fragen eröffneten einen leisen Raum. Wenn ich Media etwas fragte, blieb sie leise. Etwas gefragt schien sie an etwas ganz anderes zu denken, daran irgendwie, wie die Nicht-Antwort lauten könnte. Die unerwartete, unerhörte, versteckte, verlorene oder an irgendein besseres. Wenn ich in dem allerneuesten Wörterbuch blättere und die Zeichnungen sah, erschienen sie manchmal wie Nicht-Antworten. Die feine Zeichnung der Traube wie die Nicht-Antwort auf das neben geschriebene Fragewort. Das Bild keine Antwort, das Bild kein Wort, sondern ein anderes Wort. Ein richtiges Antwort. Die gezeichnete Weintraube, nicht die Erklärung der Weintraube, sondern ein Bild. Der Regenschirm wurde in dem Wörterbuch beschrieben als ein Instrument, das vor Sonne und Regen schützt. Doch die kleine Zeichnung schützte nicht vor Regen und Sonne. Die Zeichnung sah unbrauchbar aus. Der aufgespannte Regenschirm war kaum größer als mein Daumennagel. Könnte der kleine Regenschirm im Buch etwas beschützen, dann aber nichts, das größer als mein Daumennagel oder meine Nasenspitze oder ein Auge. Die Zeichnung schien nachdenklicher als die Erklärung, unwissender. Sah die Zeichnung nicht fast wie ein Buchstabe aus, waren Buchstaben nachdenklich und Erklärungen waren nicht nachdenklich. Die Wörterbücher zum Nachdenken bringen. Also zwei Sachen mit dem Nachdenklich und dann ist mit der Zeichnung, ne? Wo er sagt, die Zeichnung ist eben Bezeichnung. Ja. Das ist bei dir aber eben was anderes. Ja, also da spricht der... Du machst keinen Regenschirm, ne? Du machst eben gerade nicht den Regenschirm, du machst nicht die Lampe und der Schirm, sondern da passiert wieder was anderes. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mir überwiegend eigentlich die Dinge herausgeschnitten habe aus dem Text, die nicht schon visuelle Abbildungen im Kopf hervorrufen, sondern die eigentlich eher die abstrakteren. Also wenn ich sage, die Erzählung erzählte, sie erzählte aber auch nicht, da hat man nicht erstmal ein Bild im Kopf. Und bei Lampe, da überstrich das Wort, der Regenschirm, da habe ich ein Bild. Und wenn sowas kam, dann habe ich es eben natürlich nicht gezeichnet, sondern umspielt oder angedeutet, um einen anderen Vorstellungstraum aufzuklappen, als den man sowieso schon hat. Klischee vom Regenschirm, von der Lampe und so weiter. Das spuckt ja sowieso schon alles rum. Das muss ich ja nicht nochmal wiederholen. Und was er da jetzt macht, das finde ich auch so schön, dass er über diese Illustrationen in dem Wörterbuch natürlich nachdenkt. Auch in ihrer Eigenart und auch so ein bisschen Hilflosigkeit. Und das hat mich auch berührt und natürlich auch wieder die Skepsis den Erklärungen gegenüber, die diese Zeichnungen ja hier sind. Und da kommen wir vielleicht nochmal zum Illustrationsbegriff, den ich vielleicht nochmal ganz kurz anspiele, weil die Illustration ist ja eigentlich etwas gewesen, ursprünglich, die sich auf Texte bezieht, die Zeichnungen dringend brauchen, auf die Zeichnungen angewiesen sind, wie in der wissenschaftlichen Illustration oder auch in der technischen und so weiter, dass man einen Sachverhalt versteht über die Zeichnung. In der literarischen Illustration ist das natürlich nicht der Fall. Die Literatur gibt es sowieso, die braucht die Zeichnungen nicht. Und man muss sich dann fragen, da gibt es ja wunderbare Beispiele auch und da ist ja unglaublich viel geleistet worden, was passiert da mit den Bildern? Also ich denke immer, so Dantes göttliche Komödie ist ein gutes Beispiel, weil es über die Jahrhunderte von unterschiedlichen Künstlern wie Blake und Doré und Botticelli und auch Tom Phillips und Rauschenberg auch nochmal
mit Bildwerken begleitet worden ist. Also, und das muss man sich natürlich fragen, was man da eigentlich macht, wenn man einen großartigen Text zur Seite hat. Ja? Du nennst jetzt sozusagen die größten Künstler der Kunstgeschichte als Illustratoren, aber wenn man manchmal die Kunst hört, dann hat doch die Illustration immer so ein bisschen was, also das ist so nicht so ganz ernst zu nehmen als Kunst. Ne? Ja, ich glaube, das kommt deswegen, also ich, natürlich, also illustrativ ist das Schimpfwort in der Kunst, der wird nur die Nase. Wenn man aber wirklich nachfragt, was ist hier gemeint, dann kommt oft nichts wirklich. Also es ist auch so ein Klischee. Und ich denke, es kommt vielleicht daher, weil die wissenschaftliche Illustration und auch die ja Großartiges geleistet hat, die wanderte ja natürlich dann ein nachher in die lexikalischen Werke, also bei Diderot und D'Alembert, die haben sich auf die didaktische Qualitäten der Illustration bezogen. Und ich glaube, das ist es, das, was da in den Köpfen herumwandert. Irgendetwas simpel erklären, didaktisches, was mit illustrativ gemeint ist, was da übrig geblieben ist als Naserümpfung in der bildenden Kunst. Weil meistens, wenn man nachfragt, was heißt es denn eigentlich illustrativ, was ist denn da das negative Moment dran, dann kriegt man oft gar keine schlüssige Antwort. Ich würde jetzt gerne noch mal auf was anderes kommen, und zwar die erste Seite von dir. Das Buch fängt ja eigentlich überhaupt mit den Illustrationen an. Das fand ich jetzt auch erstaunlich, dass man als erstes einen Block Illustrationen hat, wo man noch gar nicht weiß, worum es eigentlich geht. So, man wird einfach zack da reingeschmissen. Und du hast mir netterweise ein Alternativbild dazu geschickt. Ich nehme jedenfalls an, dass es das ist. Ja. Die Nummer 2. Also wir sind bei dem Bild 1. Wir sind bei also dem Bild 1. Kannst du sagen, nochmal Bild 1 zurück, bitte? Das wäre sozusagen der Beginn des Buches. Der Beginn ist, niemand wusste, am Anfang weiß keiner was. Und dann geht es weiter, aber jeder wird wissen. Ja, und das habe ich genommen als Anfang, weil ich das so großartig finde, dieses Unwissen, um das es auch geht. Keiner weiß, was dabei rauskommen wird in diesem ganzen Prozess des Aus- und Einwanderns. Und zum Schluss wird man mehr wissen. Das fand ich berührend, also sich so in eine Geschichte hineinzuwagen. Und habe entsprechend darauf mit der Zeichnung reagiert, dieser schüttere Versuch, etwas einzukreisen auf einer ganz schwarzen Seite, links, niemand wusste, und rechts kullern diese Kreise schon in etwas hinein, was ich so, da sieht man Quadranten, das sind ist aus der kartografischen Zeichnung übernommen, dass man irgendwie denkt, da habe ich irgendwas von einem geografischen Plan. Ja, Lageplan oder Stadtplan oder sowas denkt man. Ja, aber erkennen kann man ihn auch nicht, so wie Vergrößerungsgläser, aber leider sieht man nichts. Also, weil ich kenne es ja noch nicht. Das war die Idee dahinter, diese Zeichnung zu machen. Und ich hatte am Anfang, wenn jetzt nochmal Bild 2 eingeblendet. Jetzt ist Bild 2, genau. Ja, was Rudolf jetzt sagte, das habe ich einfach jetzt mal gezeigt. Das war mein erster Entwurf. Also ich habe ja viele Versuche immer gemacht. Und einfach mal ein Beispiel das zu zeigen, das ist jetzt das Gleiche. Niemand wusste, aber jemand will wissen. Und da fand ich, dass diese Figur da links, die weiß schon viel zu viel. Die ist schon viel zu neugierig und viel zu sehr drauf zu. Das war mir schon viel zu viel. Also die musste wieder weg. Und da fand ich diesen kleinen, schütteren Kreis, der sich um sich selbst dreht und noch nicht richtig da rauskommt, stimmiger, obwohl er vielleicht nicht so pittoresk ist. Also manchmal waren gerade die Lösungen, die etwas zurückgenommener und bröckeliger oder schütterer waren, eigentlich stimmiger zu dem, was da passierte. Und da muss man auch den Mut haben, das zu machen, weil das ja nicht der schönen Zeichnung entspricht. Ja, also bei dem neuen Entwurf, bei der Seite 1, könnte man ja auch sagen, das ist das
Urchaos, ne, der erste Tag. Niemand wusste, was da jetzt passiert. Alles ist noch sozusagen ungemischt. Vielleicht so ein paar Kringel, aber eigentlich ist alles diese Ursuppe und so. Und bei deinem ersten Entwurf, das Blatt 2, das ist ja schon der sechste Tag. Das ist ja schon der Mensch, ne? Ja. Da ist man ja schon fertig. Fertig. Insofern ist eigentlich die Entscheidung für Blatt 1, also für das, wie es jetzt ist, ist ja grandios. Ja, ich störte mich immer an diesem Blatt 2. Ne? Das hatte ich erst mal ausgedacht. Ich meine, das ist sehr schön und ganz witzig mit diesem Männchen, aber eigentlich ist es falsch. Ja, eben. Und da muss man eben auch hinterkommen. Also es gibt eigentlich, ich habe das jetzt als einziges Beispiel mitgebracht und ich finde das schön, dass wir das mal erläutern, es gibt eigentlich zu fast allen Zeichnungen solche Doppel-Dreifach-Versuche, wo ich dann manchmal nicht zu dem Witzigen oder zu dem etwas, ja, vielleicht für die Augen angenehmeren oder eingängigeren Entscheidung gekommen bin, sondern zu dem, was vielleicht etwas abwegiger war. Fand ich, Abwegige ist ja auch ein Thema in den Auswandernden überhaupt, ne? Der Abweg. Ja, ja. Und vielleicht können wir auch noch mal zur Sprache zurückkommen, Rudolf. Ja. Weil das ist ja eigentlich, für mich ist es wirklich ein Buch, also ich habe immer gesagt, es geht um die Ortlosigkeit, um die Sprache und um das Herz. Das Herz ist eigentlich die Innigkeit und die Menschlichkeit darin. Und die Sprache ist ja das, es ist ja geschrieben, es ist ein geschriebenes Buch in deutscher Sprache und es reflektiert ständig über die Sprache, auch über das Missverständnis und auch über Poesie und auch über Amtssprache. Und es gibt auch ja die ständige Konfrontation mit der Amtssprache, weil die Protagonistin will ja einwandern und kriegt natürlich von Amtsgerichten und so weiter und von Ämtern Schreiben mit einer Einschüchterungssprache. Und vielleicht können wir davon auch noch mal ein Beispiel in die Runde werfen. Ja. Also, ja, es ist ja das Protokoll, ne? Es ist ja sozusagen der Gegenentwurf zu dem Buch selber ist ja das Protokoll, was der Beamte aufnimmt, ne? Das ist diese Amtssprache, ne? Und wo alles geregelt ist und natürlich im Protokoll alles seinen festen Platz hat, weil es ist ja wahrscheinlich auch ein Formular, ne? Also alles ist ja verortet, ganz exakt, und hat eigentlich letztlich keinen eigenen Raum. Und das aufzusprengen, das macht ja das Buch in gewisser Weise, ne? Dass es diese Ordnung wegräumt und sich immer wieder, und das eben nicht, wie du ganz am Anfang gesagt hast, als Besserwisserisches, das wäre sehr einfach, die haben es immer einfacher, die Besserwisser. Nee, das sehr reflektiert und immer wieder hinterfragend und nochmal dahintergehend und nochmal irgendwie das zu drehen und zu fragen. Und aber da gibt es eben auch zwei Zeichnungen, einmal in Nummer 9 und Nummer 10. Also Nummer 9, da kommen auch diese ganzen Amtsdinge, die können Sie sich ja da lesen. Die Durchbeförderung und die unverzügliche Ausweisung und so weiter. Die Zurückweisung, die Ablehnung, die Abschiebung oder Abweisung. Alle diese Begriffe sind da in einen Raum gestellt, der auch wieder gar keiner ist, den man vielleicht wie von oben, weit oben, wie so eine Hafenanlage sehen kann, aber es ist auch eigentlich nur schwarz-weiß, also dass man sich da keine Zwischentöne findet und es auch nicht versteht. Also dass dieses Nichtverstehen davon auch deutlich wird. Eigentlich ist es nur ein Papier, so ein Restpapier gewesen, wo ein Blatt Papier in der Mitte lag und Farbe abgestrichen ist. Also ein Rückstand, der übrig bleibt. Und das habe ich dann dafür benutzt, um diese Einschüchterungssprache. Ja, es hat ja, aber das Blatt hat ja auch was Einschüchterndes in gewisser Weise. Ja. Wobei mir jetzt auffällt, wo ich das so entfernt klein sehe, dass ich plötzlich denke, dass diese Sprachschnipsel das so ästhetisch machen. Also dieses bedrückende, bedrohliche, fast ein bisschen zurücknehmen wieder. Das ist mir so gar nicht im ersten Moment aufgefallen, aber so ist es bei den Zeichnungen ja oft, dass man das nicht beim ersten Blick erfassen kann, sondern dass man tatsächlich die auch lesen muss und drüber reflektieren muss und vielleicht nochmal einen neuen Blick wagt. Und das finde ich jetzt eigentlich da auf dem Monitor ganz schön, dass ich da plötzlich so einen neuen Blick kriege. Ja, aber das ist auch das,
mir so wichtig war, also dass die Zeichnungen etwas mit diesen Worten machen, dass die einen Sinn haben, dass ich die Worte anders lesen würde, wenn die Zeichnung nicht dabei wäre. Ne? Dass sie einen anderen Raum aufklappen zwischen dem Sprachedenken und zwischen dem Sehen und zwischen dem sprachlichen und dem nichtsprachlichen Denken. Also dass da noch etwas, das haben wir ja auch, wir haben ja auch das nichtsprachliche Denken. Das vergessen wir nur immer. Und das versuchen eigentlich die Zeichnungen zu transportieren, diesen zusätzlichen Raum, den wir ja als Menschen auch alle haben. Und vielleicht können wir Nummer 10 auch noch mal schnell einblenden, weil das auch mit dem, da ist so eine Berglandschaft und da sind auch eingebracht diese Worte wie Berufungsantrag und Paragraf, Fluchtweg, Asylgesetz, Zurückschiebung. Und das fand ich, ich denke, die Berglandschaft, die ist so erhaben, diesen menschlichen Versuchen gegenüber Ordnung in die Gesellschaft zu kriegen, dass es so eine Reibung ergibt, dass eigentlich das Ewige und das auf Zeit Gültige da miteinander konfrontiert werden. Das war der Gedanke dahinter. Und dass es manchmal auch, wie du sagtest, Rudolf, sowas wie eine kleine Schönheit gibt durch diese Sprache, ja, obwohl sie gar nicht schön ist, das ist auch so, weil es in dem Buch auch ist. Da gibt es immer wieder einen Humor oder so einen Trost oder auch eine Freude und ein Staunen in dem ganzen, in der ganzen Schwernis. Und das fand ich auch gut, dass sowas wie so ein Auswanderungsschicksal nicht nur auf Leiden, Not und Pein reduziert wird, sondern auch auf Schönheit, auf Mut und und auch ein Staunen, ja, über die Phänomene. Das ist in dieser Zeichnung, habe ich da auch versucht, mit hineinzubringen. Ja. Ja, weil du das gerade sagst, fällt mir ein Zitat hier ein, da heißt es, was eine unglaubliche Provokation ist, finde ich, hatten sich die Auswandernden aufgemacht in die Welt der Poesie? Nein, in die Poesie machten sich alle Auswandernden auf, die Welt zu verlassen und die Poesie zu finden? Ich meine, wenn man die Realität mit den Auswanderern sieht, dann ist es natürlich eine unglaubliche Provokation, aber auf der anderen Seite, was du gerade auch sagst, ne? So. Ja, also, und es gibt ja auch sie. Es geht die, auch darum, ne? Ja, läuft ja mit dem Lexikon rum und wundert sich ständig über einzelne Worte, die sie dann auch falsch ausspricht oder dann kommt zu merkwürdigen Doppelbedeutungen und dann lachen sie darüber und so. Und sowas ist auch so erfrischend, weil es gibt auch wirklich natürlich die Bedrückung und die Ungewissheit. Kann ich bleiben oder werde ich wieder abgeschoben oder so? Das gibt es ja auch alles. Und in dieser großen Bedrückung dann immer wieder diese Freiheit, diese innere Freiheit, die diese Menschen sich auch nicht nehmen lassen. Und das ist großartig. Vielleicht kann man dazu noch diese Nummer 14 noch mal kurz einblenden. Dieses Auswandern, Unterricht im Verlernen und Verlieren. Also es geht ja auch immer um etwas zu ermöglichen, als auch, wie ich am Anfang schon sagte, es laufen eigentlich immer mindestens zwei Zeitschienen mit. Das eine, was habe ich hinter mir gelassen? Das andere ist, was ist mit den ganzen Bedrängnissen und Besorgnissen? Und das andere ist, wo möchte ich hin? Und das ist dieser Unterricht im Verlernen und Verlieren. Ich muss etwas verlernen und verlieren, um irgendwo anzukommen, aber da bin ich noch nicht. Und das ist diese Zeichnung. Ich würde gerne vielleicht noch eine Sache mit dir besprechen, und das ist die Seite 3. Die Seite 3 ist ja die letzte Seite wiederum in dem Buch. Da heißt es, auf keinem Weg zu einem Ziel. Das ist ja nur eine Umformulierung von der Weg ist das Ziel im Grunde. Und auf der anderen Seite geht es weiter. Die Erzählung und die Auswanderung fingen an und holten Atem. Das heißt, ganz zum Schluss
des Buches sind wir am Anfang. Ja, und das passt. Also wo auch wir am Anfang nichts wussten, niemand wusste, wissen wir zum Schluss wenigstens, dass es jetzt anfängt. Ne? Erzählungen fingen an und holten Atem. Ist das nicht und das wunderbar? Die Auswandernden, wo du auch sagtest, die bleiben eben. Also ja. Die sind nicht fertig. Ja. Darum geht es ja auch ständig in dem Buch. Ist nicht abschließen und nicht fertig werden. Ja. Und wir wurden auch nicht fertig, Peter Waterhouse und ich, mit unserem Projekt. Ständig. Es ging 4 Jahre lang. Also es war der Parallel, das war nicht sehr stimmig insofern. Ja. Also 4 Jahre bei den ganzen Verweisen, die jetzt da drin sind, es ist ja ein unglaubliches Wortkunstwerk, kommen mir 4 Jahre fast schon wenig vor im Grunde. Ne? Also wenn man, wie du auch sagst, ja nicht kontinuierlich dran arbeitet, sondern vielleicht einfach auch mal Monate, vielleicht sogar Jahr oder wie lange auch ruhen lassen muss, dann ist das schon beeindruckend. Ja, das manchmal war es auch ganz gut, dass es so lange ruhte, weil man holte Atem und setzte wieder an, auf einer anderen Weise. Und dann habe ich auch wieder so Seiten, die ich meinte, die Stimmen wieder verworfen, ne? Wie wir das vorhin kurz angesprochen haben. Das ist ja auch wichtig, durch den Abstand. Mhm. Und vielleicht kann man auch noch ganz kurz was zu dem Cover sagen, zu dem Umschlagbild. Ja. Das war jetzt ja auch so eine Frage, was tut man da nun vorne eigentlich drauf? Und das, das habe ich dann schließlich mich dafür entschieden, diese Zeichnung, das ist ja so eine Art wie von Blick von oben, der einen vermeintlichen Überblick über das Labyrinthische gibt, aber der auch nicht die Details wirklich erfasst, die das Alltagsleben letztlich bereitstellt. Also man ist in so einem Zwischenraum drin. Und eigentlich ist dieses ganze Buch im Zwischenraum. Es ist zwischen Aufbruch und Ankommen. Klappt es immer ein Raum des Ungewissen auf. Und das ist das Vorsatzpapier. Das ist auch noch so eine halbe Blindenschrift, wo man auch nicht richtig weiß, wo man ist. Aber auch ein bisschen wie Pläne. Also eigentlich fängt es ja ein bisschen an wie so Stadtpläne oder Stadtzeichen, Häuser erkennt man vielleicht so vage, vielleicht Straßen, vielleicht so eine Sternkarte oder man weiß es nicht so richtig. Also der kartografische Aspekt zieht sich eigentlich immer wieder durch, der taucht immer wieder auf. Ja. Also ein Plan wie eine Orientierung, die aber dann doch wieder zurückgenommen wird. Ja, und der Plan ist ja, also Stadtplan vielleicht oder was, ist ja für die Auswanderer doch was Wesentliches auch, die Orientierung. Ja, irgendwie, ne? Eine Orientierung, die aber doch nicht wirklich stimmt, wenn man sich da reinbegibt, also in die Zeichnung, wo das angespielt wird. Der Plan, die Verordnung, die einen dann doch wieder in der Luft hängen lässt. Ne? Ja. Das war mir wichtig, dass ich das dann nicht so mache, dass man sich wirklich daran zurechtfinden kann. Ja. Also wie das Peter Waterhouse auch gearbeitet hat, diese Gewissheiten gleich wieder zurückzunehmen, so habe ich das in der Zeichnung auch versucht. Und was vielleicht noch interessant ist, am Anfang hat er ja so eine Art Vormotto geschrieben und das hieß, das hat er nachher wieder rausgenommen, aber danach hatte ich mich gerichtet, meistens schwarz, doch auch blau, rot, grün oder farblos, opak, auch durchsichtig. Das stand vorne wie so eine Art Motto. Ja. Das dachte ich, das ist ja großartig. Da habe ich sozusagen erstmal meine Farbgebung draus bezogen. Auch gerade das Opake und dass mehrere Schichten übereinander liegen und so halb durchsichtig etwas zeigen, was man nicht mehr ganz erkennen kann. Das ist dann doch geblieben in den Zeichnungen, obwohl das Motto dann wieder rausgeschmissen wurde. Ja, also es gab so ein paar Änderungen natürlich, das ist ja klar. Okay. Wie kommen wir zum Ende, Nanne? Die Stunde ist ja vorbei. Man kann nur aufhören, Bruder. Wir können nur aufhören. Wir können einfach aufhören. Vielleicht kann ich eine kleine Anekdote erzählen, die jetzt damit gar nichts zu tun hat und doch auch wieder. Wir hatten einen jungen afrikanischen Autor zu Gast, Mutshila, ganz wunderbarer Mensch. Der sagt, er ist jetzt 8 Jahre
in Deutschland, also Österreich in dem Fall, und er ist auf dem Sprachniveau von dem Achtjährigen. Seine Vatersprache ist Französisch, weil nur so kann er eben Amtssprache und Weltsprache raus, hat er eine Chance überhaupt. Seine Muttersprache ist Suaheli, und er sagt, 8 Jahre, Deutsch ist eine Kindersprache. Das fand ich wunderbar. Wunderbar, ja. Und da geht es eben auch immer um diese Wörter, Kindersprache, also eine Sprache, die man eben wieder als Erwachsener neu lernt, und das Wörterbuch. Und das zieht sich ja durch dieses ganze Buch durch, diese Reflexion über Sprache. Und als ich es zu Ende gelesen habe, dachte ich, eigentlich ist es alles ganz anders, als ich gedacht habe. Vielleicht gibt es da nochmal einen Subtext, den ich gar nicht, also ich hatte dann so eine Vermutung irgendwie, und da hätte ich gerade wieder von vorne anfangen können. Also ein grandioses Buch, was einem trotzdem ein bisschen Arbeit abverlangt, aber dafür auch wieder was einem zurückgibt. Und mit den Zeichnungen von dir einfach ganz wunderbar. Ja. Jetzt danke ich den beiden, Nanne und Rudolf, für den wirklich erhellenden Ausblick auf dieses Buch. Ich habe es auch gelesen, habe mich auch gequält, aber die Zeichnungen haben uns immer wieder aus dem tiefen Sumpf rausgeholt. Und ich möchte auch an dieser Stelle nochmal sagen, wir haben hier ein ganz tolles Filmteam. Wenn man das sehen würde, was hier alles aufgebaut ist, man würde es nicht glauben. Die beiden Stefan Fritsch und Sven Opitz sind die Bildversorger, und die kann man buchen. Das wollte ich auf jeden Fall schon noch mal sagen. Und das nächste Mal wird dann die dritte Veranstaltung Kunst und Literatur mit Via Lewandowski und Durst Grünbein sein. Und wenn alles klappt, ist es auch wieder in 4 Wochen am 21. April. Bis dahin alles Gute.